Ja, moin zusammen und willkommen zurück in den Twin Mind. Wir können weitermachen und zwar, oh ja, genau, hier oben. Da kommst du rein. Okay, da haben wir Zeug, Zeug, Zeug und noch mehr Zeug. Nein. Oh, da, noch mehr Zeug. Na gut. Eine Bürste. Ventil. Oh, wir können endlich das Rad hier anbringen. Ach, schön. Sehr gut, hat wunderbar funktioniert. So, jetzt mach das weg. Cool. Lasst uns das erkunden. Natürlich, sehr gern. Auf zum Fluss. Hey, you found a body? I'll be right over. Okay. Okay. Und? Ach du liebe Zeit. I did a genetic analysis and sent it to forensics. Please take a photo of her tattoo to make sure the body's correctly identified. Oh, your phone's dead? You can charge it in my car. Meanwhile, I'll examine the body. Nee, erst Fotos schießen und dann examinen. Ich wünschte, ich wäre damit nicht allein. Ich könnte jetzt eine zweite Meinung gebrauchen. Was? Wieso? Ist er die Polizei nicht genug? Ich weiß ja nicht. Okay, also hier, da sagst du, finde Hazys Auto. Haben wir. Jawohl. Oh nein, ich muss ein Ladegerät finden, wenn ich mein Telefon wiederbeleben will. Sehr unwahrscheinlich, dass er keines an Bord hat. Ich kann versuchen, das Schloss zu knacken. Okay, da ist das Foto, das wir schießen sollen. Da ist eine Tour. Ich mache ein Foto. Was haben wir hier noch? Oh, da sind ja endlich mal Sachen. Und hier, da kommt der Piekser drauf. Guck mal, so. Oh yeah. Nehme ich auch mit. Hier ist irgendwas. Da könnte etwas im Sand sein. Ich bürste es vorsichtig ab. Nicht mit dieser Bürste, Baby. Nicht mit dieser Bürste. Okay, und da komme ich leider nicht ran. Ein kleines Fischerboot. Ja, hey. So weit weg. Gut. Mehr haben wir scheinbar erstmal noch nicht. Okay, ich bin gleich zurück. So, was haben wir hier? Da ist, ach, das ist nur, wird nur fehlerhaft angezeigt. Da ist irgendwas mit Geräusch, ne? Oder haben wir da noch mehr? Ne, Geruch. Entschuldigung, starker Geruch. Zählt dazu auch Ölgeruch? Nein, tut es nicht. Aber da muss ich ran. Kann ich das hier öffnen? Wenn ja, dann wüsste ich nicht womit. Okay, in der verlassenen Hütte haben wir hier noch was. Da oben. Ah, der Sechsgangschlüssel, natürlich. Tata. So, und Geschichte. Mein Sohn hasst alle Mädchen, die wie seine Mutter sind. Er war schockiert von der Vorstellung, dass seine Mutter ihn wirklich verlassen hat. Aber wenn ich ihm die Wahrheit darüber sage, was wirklich passiert ist, dann wird er nur noch wütender auf mich und auf die ganze Welt sein. Was soll ich nur tun, Cheryl? Greg. Tja, ich würde mal sagen, das ist dein Problem. Ehrlich gesagt, so, oh, da kommen die Münzen hinein. Ne? Haben wir denn hier noch? Natürlich haben wir hier noch was. Ach, hier, hatte ich nicht ein Ventilrad? Ich habe ein Ventilrad. So. Oh nein, der gute Wein. Oh je. Was jetzt? Oh, da liegt ja eine CD drunter. Nanu? Habe ich schon ein Abspielgerät gefunden? Ich glaube nicht. Da kommt ein Tacken rein. Tja, Gehstock. Weiß ich aber nicht, für was ich das verwenden. Also, was ich dafür verwenden könnte. Nun gut. Und hier. Ja, was auch immer. Die CD müssen wir daran füttern. Nein. Die Ölkanne. Nicht das Ergebnis. Lass uns nachdenken, was ich hier verwenden soll. Witzbold. Okay, dann kann ich auch alles ausprobieren. Ja, nichts. Okay, cool. So, weiter. Hier ist nichts, nichts, nichts. Das haben wir noch nicht. Passen hier wohl auch CDs rein? Hahaha. Nein, natürlich tut es das nicht. Da drunter ist aber. Oh, nein, da ist nichts mehr. Habe ich hier vorne denn noch etwas offen? Da oben. Was kann ich hier tun? Da ist etwas unter dem Moos. Vielleicht mit der Bürste? Nicht mit der Bürste. Mit was soll ich das denn deiner Meinung nach abkratzen, wenn nicht mit der Bürste?
Mit der CD kann ich es abkratzen. Das geht auch noch. Ernsthaft? Wieso ist die CD besser als die Bürste? Hä? Okay, ja klar. Schrauben. Oh, ja, warte. Wir sollten wieder zurück in Los Kellos. Und da, ne? Sehr gut. Okay, für den Teppich. Brieföffner. Das sieht eher aus wie ein Teppichmesser. Okay, kann ich das da dran basteln? Kann ich nicht. Sehr gut. Okay, aber vielleicht kann ich dieses Paket da hinten öffnen, wenn schon als Brieföffner bezeichnet wird. Ah ja, es war wirklich dafür gemeint. Na, ob das so nötig war? Werkzeugsatz. Aha. Werkzeugsatz. Das brauchen wir. Tja. Das brauchen wir. Nee, dafür haben wir die Dietriche, ne? Ja, okay. Oh, guck mal, da komme ich ran. Ach was. Ich werde einen Ersatz finden. Na, nicht der hier? Der sieht doch klasse aus. Der fällt und passt da bestimmt rein. Hier brauchen wir erstmal die Ölkanne. Nicht so viel. Du schmierst hier alles voll. Muss ich es gründlich abbürsten. Ah ja. Dafür benötigen wir das also. Oh, eine zweite Münze, weil es wäre ein Zufall. Und ein Pinsel. Einen würdigen Ersatz finden. Ja, aber das sieht doch super aus, dass das hier reinpasst. Naja, gut, wohl nicht. Okay, hier, das hatten wir schon. Ich bürste ihn vorsichtig ab, natürlich. Das nennst du vorsichtig? Ja. Okay, für Klebeband, Isolierband, sorry. Für Isolierband war das auch gut. Mit der Grillzange komme ich da hinten bedauerlicherweise nicht dran. Dafür benötigen wir dann den Gehstock, ne? Okay, gehen wir erstmal zurück. Hier und dann da und dann so. Er hat da nur eine Münze reingetan. Eine von zweien. Sie. Entschuldigung. Sie. Hier ist auch noch Money. Hatte ich hier nicht schon das Money? Doch klar, hier hatte ich das Geld schon weggeholt. Gibt es denn hier noch mehr? Nee, es ist wieder dieser Bug, ne? Ja. Schere und Isolierband. Okay. Kommt der Werkzeugsatz kommt hier rein. Ah, okay. Das erscheint mir mega logisch. Klar. Jawohl. Damit wir zum nächsten Wimmeln kommen. Okay. So, ah ja, okay. Das da, das sind die. Blitz und Pistole. Gibt es hier einen Taser? Taser, Taser, Taser. Ich sehe zumindest keinen. Ring und Diamant. Und Zeit und. Was soll das da sein? Keine Ahnung. Mütze und. Und Wolle, eine Wolle, Wollmütze, Wolle, irgendeine Kopfbedeckung. Da. So, eine Gabel und eine Perücke ist ein Kamm. Ein Schal und ein Degen. Weiß ich nicht. Eine Tasche und ein Rad vielleicht. Tasche und ein Rad. Das ist der Schirm. So. Dann Schild und Stange. Schild und Stange. Ah, hier, das da sind doch bestimmt die hier. Ja. Okay. Flügel und Besen. Nee, Hand und Besen. Hand und Besen. Diamant und das. Ist das hier die Puderdose? Nee, ist sie nicht. Doch, warte, was war das? Ich hab's nicht gesehen. Mist. Ball und Schläger. Oh. Tasche und Hand und Besen oder Pinsel? Das ist es nicht. Hand und Pinsel. Vielleicht der Löffel? Nein. Das hier ist es. Nein, das ist auch nicht. Okay, Protection Shield und ein Dings, das da? Nee. Okay, ich klicke mal wild drauf. Das ist es nicht.
Die Brille. Kann das für irgendwas stehen? Nee. Ring. Aha. Ja. So, und was haben wir noch? Was war das? Schlüssel und was auch immer das war. Wisst ihr was? Ich klicke wild drauf. Die Dinger, nein, das war auch was. Okay, cool. Bam, bam. Hier, da ist der könnte Schläger und ist es nicht. Der ist es auch nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Die Uhr, Zeit und dann war das mal ein Arm. Das hier ist der Ball. Jetzt brauchen wir nur noch Schild und Stock. Schild und Stock. Schild und Stock. Messer. Nein. Was auch immer das da ist. Nein. Schild und Stock. Schild und Stock. Hier außerhalb ist nichts, ne? Nee. Nein, 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 nein. Der Schal? Nee. Und der Knopf? Nein, auch nicht. Wie bin ich darauf gekommen? Man weiß es nicht. Er hier? Nein. Okay, dann es bleibt. Ach doch, hier, natürlich, der Schlagstock. Ja. Ah ja. Okay. Ich weiß, dass er hinter mir her ist. Ich habe absichtlich keinen Hinweis auf meine Anwesenheit in der Hütte hinterlassen, damit er mich nicht findet. In diesem Moment höre ich, wie jemand zur Hütte hochfuhr. Ich werde das Tagebuch verstecken, nur für den Fall. Ich habe nach dem Mörder dieses armen Mädchens gesucht. Ich habe mich in dem Keller versteckt. Hier wird er mich sicher nicht finden. Dass hier aber auch nicht mal der Name genannt wird, ne? Lies Jessicas Tagebuch. Ja, ich freue mich auch. Okay. Die Errungenschaften, die können wir mal locker hier außen vor lassen. Locker, weil dazu funktioniert hier einfach zu viel nicht. Was haben wir hier noch? Nichts ist nur die falsche Anzeige. Okay. Da. Gut, nichts mehr. Mit der Schere. Hier ist auch nur falsche Anzeige. Ne? Können wir die Bienen mit dem Isolierband wegdingsen? Können wir nicht. Hätte aber auch funktioniert, glaube ich. So, also hier. Das Dingchen haben wir noch nicht bekommen. Hier können wir auch noch nichts machen. Oh, aber warte, ich kann den Kofferraum knacken. So, na siehst du. Okay. Was? Wie geht das? Bewege die Zacken in der richtigen Reihenfolge, um jeden Zapfen im Schloss zu öffnen. Achte auf die Farbe der Zacken und Stifte. Eine falsche Farbe wird das Schloss zurücksetzen. Also dann erstmal Gold. Du hast verloren. Das ist ja reizend. Danke. Erst der. Dann der. Was? Wieso? Okay. Aha. Nein. Nein. Wie wird kein. Ah ja. Okay. Dann ist der. Ah. Jetzt der da. Gut, dann wieder der. Okay. Den zu. Da. Okay. Dieser. Und der mittlere. Hey! Krass. Ja, warum auch immer. Okay. Ah, ein Anti-Bienen-Parfum. Sehr gut. Und mit der Angel kommen wir doch da dran, ne? Natürlich kommen wir das. So, und hier haben wir das Ganze für einen Hobel. Hat sich ja voll gelohnt. Na dann. Okay. So, okay. Damit soll ich hier drankommen. Warum? Was machst du daraus? Ein Piekser? Fürs Auto oder wie? Für hier? Tatsächlich. Warum das denn? Na gut. Okay. Ausweis des Opfers. Eins von zwei. Und ein großes Zahnrad. Wunderbar. Wir sollten uns erstmal hier den Antibienen zuwenden. Ach, das tut mir leid, Leute. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Papier. Irgendwas werden wir abpausen, oder? Naja. Gehen wir erstmal hier dran. Zack. Und Isolierband. Ja, so funktioniert das aber nicht. Ein Kabel hat mindestens zwei Stecker. Ah, sieh an. Cool. Meins. So. Hat mindestens zwei Leitungen. Okay, ist das gut für dich? Es ist. The analysis confirmed that it's Hazy Brooksby.
I was working on her case and suspected her husband, Charles. Hm. Unfortunately, I didn't have any evidence to press charges. Now we can question him again. Hm. Brooksby, Hazy. Oh, wir gehen weg. Also wenn wir noch etwas hätten erreichen wollen. Tja. Oh nein, er ist eingeschlossen. Ist er das? Das Feuer ist außer Kontrolle. Genau, lösche das Feuer. Jupp, sehr gerne. Was haben wir denn hier? Ich brauche einen Behälter, um sie aufzufangen. Natürlich. Und das ist, ouch, heiße Kohlen. Das ist noch heiß? Echt? Hm. Na gut. So. Mhm. Ich brauche immer noch einen Behälter. Halt, hier soll es auch Money geben. Wo gibt es denn hier Money? Hier habe ich auf jeden Fall noch keinen Money. Okay, gut, da. Sehr gut. 40 von 50. Naja, mal sehen, ob das noch was wird. Den nehme ich mit. Was ist da? Ich werde dieses Kasten in die Luft sprengen müssen, um zu sehen, was sich darin befindet. Das ist ja maßlos übertrieben. Hallo? Okay, hier braucht es... Ich hatte mich für einen Experten auf diesem Gebiet, aber ich glaube, man braucht was, um ein Feuer zu löschen. Ist das wahr? Das läuft hier einfach so raus, aber leider daneben. Hier haben wir ja einen Schlauch und ich muss diese Ketten wieder verbinden. Natürlich. Das geht natürlich nicht hiermit. Nein, dafür brauche ich schon was anderes. Die Klemme wird hierfür benötigt, ne? Ja. Tipp. Erst die Klemme drauf. So. Oh. Welches Grauen erwartet mich da drin? Das Grauen. Oh. Okay, das finde ich witzig. We need to put out the fire quickly. Ich habe das Feuer schon ausgeputtet. Was möchtest du denn? Du hast einfach nur keinen Bock, hier weiterzumachen, ne? Das ist es doch. Wohnstube. Oh. Save Agatha. Wer ist das denn? Noch jemand Neues? I found this here. It proves that Charles knew all the victims. He took their stuff as souvenirs. Oh nein. All diese Mädchen sind meiner Mutter so ähnlich, dass ich nicht vorbeigehen kann. Ja. I'll go to the hospital to interrogate him when he comes around. Check the house. Maybe you'll find something that leads to Agatha. Ja, das will ich gern tun, aber müsstest du nicht nach noch mehr Beweisen suchen und so? Ich werde das Haus gründlich inspizieren, finde Agathas Standort. Allerdings. Okay, so, was haben wir denn hier? Ja, löschen das Feuer. Ich weiß. Hammer, ne? Ah, da steckt etwas im Kaktus. Aber ich lege meine Hand nicht in dessen Nähe. Abschneiden. Nein. Okay. Ja. Ich kann diese fehlenden Bücher ziemlich erhellend finden. Bitte was? Ich könnte die ziemlich erhellend finden. Ja, schon möglich. Okay. Na gut, was haben wir hier? Ah, sieh mal einer an. Da fehlt das Zahnrad. Okay. Da drin befindet sich sowas. Was ist das denn? Das Muster sieht interessant aus. Ah, dafür brauchen wir die Mummeln von draußen, ne? Karabiner. Damit können wir die Schaukel reparieren. Und hier, das nehme ich auch mit. Oh je, ja, da ist sie. Hm, dieses Gemälde ist entfernt worden. Und es scheint wichtig. Hm, da haben wir noch etwas. Okay. Das ist der perfekte Ort, um etwas Lektüre zu lesen. Ja, schon möglich. Warte, war da noch mehr? Nein, eigentlich nicht so. Okay. Nun gut, wir haben auch erstmal genug Stuff gesammelt, dass wir hier draußen kommen. Wolltest du nicht irgendwie irgendwo anders hingehen? So? Das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil ich noch ein fehlendes Stück Kette brauche? Hm. Na gut. Ich werde den Kasten in die Luft sprengen. Komm, du kannst ihn auch abreißen. Ich glaube nicht, dass er ihn noch brauchen wird. Hm. Tja, okay, nix. Wir haben auch nichts zum Sammeln dabei. Das Ding kann ich sehen. Kann ich nicht mitnehmen? Moment, müssten wir ihm das Tagebuch geben? Nein, das war nicht meine beste Idee. Na schön, aber weiter zurück geht's ja nicht. Hä? Schraubendreher? Papier? Warte mal, kann ich das nicht erstmal abpausen? Da kann ich bestimmt nichts abpausen. Nee, da kann ich nichts abpausen. Aber ich werde doch die Kohle noch benötigen. Zum Abpausen nämlich. Hm, wohl nicht. Na gut. Also, uns fehlt ein Stück Kette. Vermutlich. Und Sprengstoff. Na, klasse. Hm.
Kann ich mit dem Schraubendreher da rumprokeln? Komm, das hätte wunderbar gepasst. Was ist das da eigentlich? Ich sollte dieses Symbol kopieren. Ja, cool. Kohle, ne? Ich sag's nur. Kohle. Ja, dann weiß ich jetzt aber auch nicht. Achso, da komme ich nur dahin. Und hier. Achso, Lektüre, ne? So? Tatsächlich. Oh nein! Etwas Scharfes würde genügen. Ich sehe mich außerstande, diese locker angebrachten Schnüre hier nach oben abzustreifen. Alternativ ginge auch nach unten, aber das ist schon für Fortgeschrittene. Tada! So, okay, was haben wir hier? Alles klar, Geschichte. I can't help but notice. All the girls look like my mother. I remember my first victim. Her long dark hair and sapphire colored eyes. They drove me crazy. Oh je, oh je, oh je. Okay, jetzt kriege ich schon Gänsehaut hier. Hey, das sind... Achso, er will das da, nicht die Augen. Oh, Augen haben mich verrückt gemacht. Ja, aber ich habe doch schon auf die Augen draufgeklickt. Nehmen wir die Augen? Nein, sind ihre Augen gemeint? Auch nicht. Diese Augen? Das Gehirn. Ah. I won't let them become wives. If they do, they'll leave their homes and abandon their children. Oh, Baby sucht die Hilfe. Okay, Frauen werden... Die Children? Die sind junge Frauen. Das ist auch eine Frau, glaube ich. Ziemlich heim. Das Haus... Okay, dass sie Frauen werden. Was machst du denn daran fest, bis sie Frauen sind? Die Phantom of the Opera-Maske? Was machst du fest an Frauen? Am Ring? Was? Eine Frau just ist doch nicht... About it breaks my heart. My surveillance of each victim was thorough. I knew their cars, numbers and where they lived. Der Ehering gilt als... Nur dann ist es eine richtige Frau, Baby. Du brauchst dringend Nachhilfeunterricht. Okay, also Herz. Überwachung. Da sah ich nicht eben eine Kamera. Oh, diese Augen. Uah, gruselig. Überwachung könnte auch das hier sein. Und Kennzeichen. Das Autokennzeichen sehen wir nicht. Was könnte dann auch noch als Kennzeichen gelten? Oh, das Auto selbst? Oh, hier ist das Auto selbst gemeint. To each one. I was rewarded for my efforts. I take care of my trophies. Just like I took care of my puppy. Alter, nochmal, such dir Hilfe, ganz dringend. Der Weg, okay, das da. Für meine Bemühungen gelohnt und Welpen. Welpe, und das hier sieht aus wie, ja, okay. Du hast gefunden Gemälde. Okay. Alter, was hast du denen angetan? Mann. Ich muss all diese Mädchen helfen. Ich kann nicht einfach herumsitzen und das geschehen lassen. Meine Frau hat mir erzählt, dass sie von jemandem in einem Polizeiauto gestalkt wurden. Ich kann niemandem mehr trauen. Charles Brooksby. Das nehmen wir mit zum Abhausen. Und hier ein wunderschönes Schloss zum Knacken. Nee, beides ist nicht klein genug. So, hier drüben in der Ecke, da kann ich das abkritzeln. Okay, das Muster werden wir gleich herstellen müssen, ne? Ja, okay, aber hilft noch nicht so wirklich weiter. War denn hier sonst noch was? Nee, es ist nur das Dingelchen. Warum kann ich da nicht dran rumfummeln? Also mit dem Korkenzieher soll es auf jeden Fall gehen. Ah, naja. Gut, also, das da werden wir gleich finden, sobald wir die Mumie... Ach, halt, warte mal. Nee, ich habe eigentlich nicht mehr gewonnen, ne? Kann ich denn hier damit rumfummeln? Das sieht doch schon so aus, als hätte hier jemand angefangen, herumzufummeln. Korkenzieher? Nee, das wird nichts. Okay, ich habe noch kein Gefäß hierfür. Es sei denn, nee, ich kann sie nicht im Papier lagern. Und hier liegt doch auch ein Radlager. Kann ich jetzt, war das der richtige Trigger? Nein, es war nicht der richtige Trigger. Auch für unten nicht. Ah, ja. Schieb's einfach zur anderen Seite. Guck mal, das geht ganz leicht. Naja.
Gut, also was als nächstes? Ich könnte hier unten dieses Dingelchen schon mal hinlegen. Das war super. Oh, ach, ich brauche die. Ich denke, dachte, ich brauche hier für die Kugeln. Na gut. So, mal sehen. Das ist ein Dreier, der passt dahin. Den weiß ich noch nicht. Der könnte da oben hinpassen. Das hier ist der Fünfer, der gehört auf jeden Fall dorthin. Ein Zweier, nee, hier brauche ich. Ach doch, es ist ja ein Dreier. Okay, cool. Der kommt hier hin. Diesen dort und den dahin, ne? Ja, cool. So, was jetzt? Mal sehen, was da ist. Ich hoffe, wir finden sie. Okay. Das sieht. Hä? Was ist das denn? Naja, sieht schon irgendwie cool aus, ne? So, den Zettel. Ah ja, ich kann irgendwas. Einen Schlüssel kann ich gießen. Natürlich. Dafür brauchen wir die Kugeln. Alles klar. Okay. Das hätte ich gerne. Das kann ich super hier prokeln. Wir dürfen endlich mal was prokeln. Das finde ich gut. Und hier, die fehlenden Teile benötige ich noch. Natürlich. So, da drüben habe ich hier immer noch was. Dafür brauche ich drei Schlüssel. Was ist das da? Oh nein. Eins der Bücher. Sehr gut. Und, was ist das? Ein Ohrring. Oh je, oh je, oh je. Und ich werde mich an eine Wahrsagerin wenden müssen, um das Passwort herauszufinden. Hier unten ist. Ah, hier, da, guck mal. Ah, Bang. Bang steht drauf. Klasse. Okay, dann kommen wir oben schon mal weiter. Das ist gut. Hier fehlt eine Taste. Mindestens eine. Was? Niemand wird jemals in der Lage sein, das Klavier ohne diese Tasten zu spielen. Naja. Ach, warte mal. Lag da noch was? Nein, da liegt nichts mehr. Liegt hier noch was? Nein. Liegt da noch was? Auch nicht. Liegt hier noch was? Nicht. Okay, sehr gut. Kaffee. Kaffeesatz lesen. Du bist Wahrsagerin? Interessant. Ich habe noch nie eine Lesung wie diese gemacht. Es sollte eine heldende Erfahrung sein. Ja, ich komme nicht an die Münze heran. Boah. Okay, also ich brauche Kaffee und ja, irgendwie. So, gehen wir mal raus. Hier drüben. Nee, Moment, warte, ich war noch nicht so weit. Jetzt. Bang. Ich brauche natürlich Zündhölzer. Ist ja klar. Aber wir können das hier auch schon mal veranstalten. So, und da bin ich spielen. Yes. Erreiche den mittleren Kreis, ne? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Was muss ich machen? Tausche benachbarte Steine, um das Bild wiederherzustellen. Wenn du einen Kreis richtig wiederherstellst, wird er hervorgehoben. Bitte was? Ah, okay. Ich konnte es nicht lange so sehen. Hier kommt. Das könnte sogar schon verpassen. Da passt das rein. Oh, okay, das war's schon. Gut, naja, schön. Ja. Da kommt das mit den Zweien rein. Das könnte dieser hier sein. Nicht? Komm schon. Lässt sich nicht tauschen. Ach so, weil es Benachbarte sein müssen, ne? War das der Richtige? Doch, sieht irgendwie so aus, ne? Ja, okay. Was haben wir hier? Da kommen zwei an der Seite rein. Könnte dieser hier sein? Ja, könnte der sein. Hier, was haben wir da? Oh, das könnte sogar schon passen. Da kommt das mit dem U rein. Also der da. Man kann es mal. Oh, das war's. Man kann es mal kurz sehen, ne? Ach, sieh an, was wir hier haben. Na sowas. Was für ein Zufall. Ich habe alle. Ich habe alle. Hier soll es auch noch Money geben. Interessant. Habe ich aber längst abgegrast, ne? Ja. So, zwei Bücher. Na schön. Also. Das war mega erhellend. Okay, nehme ich alles mit. Zack, zack, zack. Noch was? Auch hier soll es noch Geld geben. Aber das habe ich doch längst. Habe ich das nicht auch längst? Boah, okay. Nein. Gut, hier. Das können wir da schon mal hinstellen. Das hier können wir da hinstellen. Aber ich brauche noch das Ventil. Ein Schwamm und ein Ohrring. Was mache ich damit? Irgendwo einbrechen.
Eine von zwei Tassen. Beste Tasse Kaffee sein, die ich je gebrüht habe. Ich komme nur nicht dran. Ich müsste Wasser holen, um das hier aufzufüllen. Kann das sein? Naja. Da ist doch Wasser. Das können wir nicht nehmen. Drei Schlüssel. Das hier finde ich ziemlich cool. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ein O-Ring. Wo passt denn der O-Ring hin? Hier nicht, da nicht, hier. Mit dem O-Ring kann ich daran rumfummeln. Ah, das funktioniert. Okay. Yeah. Kabumm. Komm, lass uns Kabumm machen. Wunderbar. Genau. Völlig übertrieben, aber hey. Eine abgebrochene Zange, Bügelsäge und Essstäbchen. Wir sollten erstmal nach unten ans Klavier gehen. So. Brennstoff. Und überhaupt. Okay, ein Ventil. Das Ventil kommt da dran und das ging auch schnell. Das ging noch schneller. Und ein Schlüssel. Zwei Schlüssel. Okay, gut, alles klar. Hier machen wir auch gleich weiter. Kann ja nicht mehr ganz so lange dauern, ne? Mir machen wir gleich weiter. Macht es gut, bis gleich.